Zuerst erstellt ihr euch ein Spiel, falls ihr noch keins habt. Dann geht ihr hier oben auf View oder auf Team Create. Und wenn ihr euer Spiel noch nicht veröffentlicht habt, steht hier, dass ihr es erstmal veröffentlichen müsst. Also gebt ihr dem Spiel einen Namen, drückt auf Save und das Spiel ist gespeichert. Jetzt könnt ihr hier bei Team Create auf Turn On klicken und das Spiel wird noch einmal neu gestartet. Jetzt, wo das Spiel neu gestartet ist, seht ihr hier, wir sind in einer Team Create Session. Hier ist Conny Boss 6 drin und ihr könnt jetzt, hier steht schon Home, Game Settings, Permissions oder ihr klickt einfach hier rauf, dann seid ihr schon bei den Game Settings, geht auf Permissions und könnt dann hier bei Team Create weitere Collaborators hinzufügen, wie zum Beispiel Roblox Conny ist jetzt hinzugefügt und ihr kriegt jetzt die Permission zum Spielen. Und um dann jemandem noch die Permission zu geben, das Spiel zu bearbeiten, müsst ihr mit ihr befreundet sein. Wenn ihr selbst zu einem Spiel eingeladen wurdet, geht ihr hier auf Roblox Studio auf My Games und dann auf Shared with Me und dann seht ihr hier das Spiel und könnt einfach beitreten und bearbeiten, wenn ihr die Berechtigung dazu bekommen habt. Eine andere Möglichkeit, um mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, ist Group Games, dass ihr ein Spiel direkt in einer Gruppe veröffentlicht und dort könnt ihr dann auch Team Create anschmeißen und zusammen bearbeiten.